Heute backe ich für euch eine Spinat-Salami-Pizza. Für die Pizza brauche ich ein Backblech und Backpapier. Ich brauche auch eine Schüssel und ein Nudelholz. Die Pizza mache ich selbst. Für den Teig brauche ich 150 Gramm Quark, 250 Gramm Mehl, 7 Esslöffel Öl, eine Packung Backpulver, eine Prise Salz und 6 Esslöffel Milch. Die Pizza belege ich mit Pizzasoße, frischem Spinat, Salami, Parmesankäse und Schafskäse. Jetzt beginne ich mit der Zubereitung. Zuerst gebe ich den Quark in die Schüssel. Danach füge ich die Milch und das Öl hinzu. Dann verrühre ich den Quark mit der Milch und dem Öl. Den Ofen heize ich auf 180 Grad vor. Dann gebe ich das Mehl, das Backpulver und das Salz hinzu. Dann knete ich den Teig und rolle ihn aus. Jetzt kann ich die Pizza belegen. Zuerst verteile ich die Pizzasoße auf dem Teig. Danach belege ich den Teig mit Salami und mit dem Spinat. Danach schneide ich den Schafskäse in Würfel und verteile ihn auf dem Spinat. Zuletzt reibe ich den Parmesankäse und schiebe die Pizza für 20 Minuten in den Ofen. Ich wünsche euch einen guten Appetit.